Und neben mir steht jetzt Dörte Lamprecht und meine Stimme ist schon ganz ruhig und weich, weil wir hatten hier gerade einen Stimmworkshop. Und du hast ja, du bist zuständig für die Veranstaltung bei 81.5 und schaust immer so, was sind so die Stimmungen, was wird gebraucht. Wie kamst du jetzt auf so ein Stimmtraining? Also da wir im letzten Jahr einen Workshop hatten, einen Frauenworkshop in Köln und dort schon einige Stimmen laut geworden sind, sie würden gerne mal üben, vor einer Gruppe zu sprechen. Das würde ihnen Probleme ab und zu bereiten oder auch Lampenfieber, vor Gruppen zu sprechen. Habe ich gedacht, ich mache mich auf die Suche und habe da eine ganz tolle Rednerin gefunden. Das ist die Frau Jutta Thalay und die macht mit uns ein Stimmtraining. Schokolade. Und hat uns schon ganz tolle Tipps gegeben. Und jetzt gleich gehen wir dann in die nächste Runde und da werden wir dann etwas über Lampenfieber lernen. Und was war so ein Tipp, was du sagst, das ist bei dir auf jeden Fall hängen geblieben, das setzt du jetzt um in deinem Alltag? Ja, also ich denke, dieses Standing, von dem sie uns erzählt hat, dass man wirklich mit beiden Beinen steht, wenn man eine feste Stimme haben will, aber auch wenn man ein bisschen zugänglicher ist, dass man dann ein bisschen gelockerter steht und ein bisschen wärmer und runder rumkommt. Dann vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, wünsche ich auch. Danke, dass ihr hier seid.